Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich hier aus der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg, wo wir heute sehr intensiv diskutiert haben über die Vorfälle in der Silvesternacht in verschiedenen Städten in Deutschland, aber auch darüber, was in Schweden passiert ist, in anderen Ländern. Das ist in der Tat nicht nur in Deutschland gewesen, dass entsprechende Übergriffe auch auf Frauen wohl stattgefunden haben, sondern wohl auch in anderen Ländern, auch vor einiger Zeit schon. Und wir im Europarat verschreiben uns ganz klar den Menschenrechten, der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und diskutieren grundsätzlich darüber, wenn in Mitgliedsländern Dinge gegen die Menschenrechte passieren. Und wir wollen deutlich machen, heute in dieser Debatte auch, dass die Menschenrechte unteilbar sind, dass sie für alle Menschen gelten. Und da ist es völlig unabhängig davon, ob es für eine Minderheit gilt oder für eine Mehrheit, ob es für Einheimische gilt oder für Ausländer. Die Menschenrechte gelten für alle, das gilt auch für den Schutz der Frauen. Und deshalb ist es so wichtig, dass aufgeklärt wird, was dort vorgefallen ist. Denn der eigentliche Kritikpunkt und Streitpunkt ist, wenn zum Beispiel in einer Stadt an Silvester etwas passiert ist und Tage später erst darüber berichtet wird und dann sehr stark und lautstark darüber berichtet wird, muss man sich fragen, warum hat es so lange gedauert? Oder aber, wenn nichts passiert oder wenig passiert sein sollte, muss die Frage gestellt werden, warum wird Tage später dann intensiv berichtet, als wäre viel passiert. Das sind einige Fragen offen und die wollen wir klar klären. Deshalb müssen wir auch uns mit diesem Thema weiter beschäftigen. Wichtiger Punkt bleibt aber für uns vor allem, dass eines klar sein muss. Die Menschenrechte sind unteilbar. Der Schutz und den Anspruch auf Schutz, dass die Menschenrechte für einen gelten, hat jede und jeder. Egal, ob in einer, die Mehrheit einer Gesellschaft oder die Minderheit. Menschenrechte sind nicht nur da zum Schutz von Minderheiten, sondern auch vom Schutz von Mehrheiten. Und bestimmte Dinge, Belästigungen dürfen einfach nicht sein und müssen entsprechend bestraft werden. Das ist die Botschaft aus Straßburg und die möchte ich Ihnen heute auch so klipp und klar mitgeben. Herzlichen Dank.